Album. Der Jan ist zu bescheiden. Er ist zu bescheiden. Also ich habe es eher verfolgt hinter dem TV. Und mir hat auch gefallen, dass er sich nicht im Vordergrund gedrängt hat. Er ist dezent und das liebe ich, wenn man eigentlich die Leistungen sprechen lässt und nicht selber irgendwie da einen Zirkus aufführt. Und nein, du bist momentan der grosse Mann da und Trainerpost in Genf. Und ich versuche da den Abstand zu minimieren mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Wirklich ein Logo da. Aber die einzige Sache, da darfst du gar nicht drauf laufen. Dort darfst du nicht, das ist, da, einzige, das ist heilig. Das ist heilig. Dann, ich kriege einen Bus. Ist heilig, ja. Ich kriege einen Bus. Aber sonst alles anders. Das ist warum für das Training, wir haben den zweiten Teppich drauf, da sollen wir immer drauf laufen. Vor dem Spiel, ich nehme immer, oh, jetzt ja kein Stock da. Aber du nimmst einen Stock und du sagst, hey, ich will das auf dem Vorcheck, wir werden das machen, gehst da. Und dann, ich benutze es. Es ist viel einfacher. Und Spieler, sie sehen, weil sie sitzen. Wenn du auf der Tafel und bist dort hinten, sie werden schauen, sie, es ist nicht, aber da, es ist einfach. Aber wie ich habe gesagt, für mich, es ist die wichtigste Sache da drin. Ich benutze das für Theorie jeden Tag fast. Der Stiftungsratspräsident hält seine schützende Hand über die beiden Sportvereine. Didier Fischers Wort hat Gewicht. Und er weiß, wie Genf tickt. Genève fait plein de belles choses. Mais on aime bien dire qu'on est mauvais, tout le temps, partout. On aime bien aller chercher le train qui arrive en retard plutôt que le train qui arrive à l'heure. On aime bien chercher le problème ici plutôt que le travail fait pour arriver là. Ça, c'est Genève. Il y a un côté à toujours avoir un avis plutôt négatif. Mais il y a des choses très belles à Genève. Il y a des industries entières qui sont très belles. Il y a des mentalités qui sont très belles. Donc, si les clubs sont bons, si les clubs sportifs sont bons, alors c'est bon pour l'image de Genève aussi. Et ça vient soutenir les choses qui sont belles à Genève. Évidemment, c'est l'horlogerie. Évidemment, c'est la banque. Évidemment, c'est le commerce international. C'est les institutions internationales, c'est un tissu associatif très fort. Voilà, il y a des belles choses à Genève. Mais si les clubs sont en faillite tout le temps, alors l'image, elle n'a pas la même lumière. On a fait trois phases au niveau de la fondation. Une phase, sauvetage, il a fallu sauver. Deuxième phase, pour attirer tous les jeunes, avoir une étoile qui brille là-haut, donc avoir des succès sportifs. Ça, on a fait. Et maintenant, troisième phase qu'on attaque, c'est rendre quelque chose qui est durable. Il faut que ce soit décapitalisé et dépersonnalisé, mais que chacun se sente contributeur. Ça, c'est un autre défi, c'est un défi culturel. Mais c'est ce qu'on travaille maintenant. Donc voilà, il faut construire, il faut le temps. Von der Unabhängigkeit träumen sie. Von einer gesunden Basis. Servette will kein Stern mehr sein, der verglüht, sondern einer, der bleibt. Ein Verein, der berührt und Menschen bewegt. Die besten Eishockey-Dokumentationen jetzt in der MySports-App.